Leute, wir sind bei Firma Tunze. Bei mir ist der Felix. Mein Lieber. Du bist mittlerweile ein Videostar, habe ich gesehen. Star vielleicht noch nicht. Du machst, du machst es aber gut. Also es ist wirklich klasse und herzerfrischend, dazu zu schauen. Das freut mich, danke. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch den Wunsch zu hören. Du hast ja schon viel gebracht in letzter Zeit, aber du hast trotzdem noch was im Petto, genau, was ihr verbessert habt. Richtig. Das heißt, verbessern, wir haben uns den Osmolator 3, gell? Wir wollten mit einem Modell starten und uns vorgenommen, wir nehmen da jetzt so die mittlere Klasse, so ist schon ein Premium-Produkt, gell? Preis über 200 Euro. Ich sag mal, wenn die Korallen tausende Euro kosten, dann ist es das wert, dass man vom Urlaub zurückkommt und alles steht noch. Ja, das stimmt. Aber wenn man mit der Aquaristik startet und auch in der gegenwärtigen Zeit, wünscht man sich vielleicht, dass das so ein bisschen bezahlbarer ist. Also haben wir mal geguckt, was wir beim Osmolator 3 so richtig gut machen können und wo wir einfach noch ein bisschen zu viel gegeben haben und ein bisschen einsparen können. Und da fangen wir einfach mal an bei der Pumpe da unten. Die ist jetzt tatsächlich, wir tauschen beim Osmolator 3 Nano die O-Ringe von Silikon auf EPDM. Ja. Und hier dieser Anschluss für den Schlauch, das ist einfach nicht mehr dieser sexy Push-Connector, sondern dieser blaue hier. Genau. Der ist zum Zudrehen. Ne? Genau, der, ist dann, der hat auch eine Schraubensicherung dran, aber es ist einfach ein bisschen ein einfacheres Modell. Die meisten Einsparungen sind hier beim Kabel getroffen, wenn wir beim Osmolator 3 dieses geile stahlblaue Tunze-Kabel haben, über das ich mich immer so sehr freue, haben wir hier einfach basic schöne weiße PVC-Kabel. Gell? Die kosten gleich mal einen Bruchteil, wieder was eingespart. Und beim Sensor haben wir dann etwas, nochmal eine kleine Einsparung, zack, und zwar, man sieht jetzt dieser kleine Schniedel da oben, in dem der Temperatur, also der thermische Sicherheitssensor drin ist, ist jetzt einfach leer. Das haben wir auch weggelassen. Das heißt, die Sicherheit hier ist einfach, dass der nur, ich sag mal, 77 Sekunden dosiert. In so einem kleinen Becken reicht es, dass wir dann safe sind mit dem Dosiervolumen. Genau. Der hat aber, und jetzt kommen wir zu dem guten Teil, was wir ihm gelassen haben. Oh, schön, dass es nicht runterfällt. Oh, habe ich ein Glück hier. Oh, toll. Der hat den gleichen optischen Sensor drin, den gleichen Motortreiber und das gleiche Herstellungsverfahren und auch 5 Jahre Garantie. Ja. Und der kostet wie viel weniger? Ups, jetzt mache ich, oh, jetzt habe ich, gut, dass das Handy wasserdicht ist, oder? Ja, super. Der kostet wie viel weniger? Der klassische Osmolator 3 ist bei 213 Euro und der wird bei 128 Euro liegen. Ja. Genau. Ja. Also für den, der jetzt nicht ganz so viel ausgeben möchte, trotzdem ein vernünftiges Produkt haben möchte, spart damit einiges ein. Korrekt, ganz genau. Schön zusammengefasst. Ja, ja, so, du, also ich meine, wir erleben das ja auch, so ganz über die Krise ist die Aquaristik noch nicht. Ja, richtig. Und es gibt schon die eine oder andere Firma, die sich überlegen, was sie tun können, um Aquaristik bezahlbar zu halten. Und das finde ich eigentlich sehr positiv. Ja, das ist schön, danke. Ja. Wir können vielleicht, werden wir quatschen, noch mal kurz über die Aquarien gehen. Ja, das machen wir ja schon. Weil, genau, weil... oh, habt ihr schon das gesehen, der Eyecatcher? Ja. Unsere schöne... Ich habe gerade die Tunze Stream 3. Ja. Ich habe gerade gesagt, wir sind seit 1998 auf der Interzoo. 2004 war eure Wavebox. Ja. Die hat die ganze aquaristische Welt weggefegt. Boah, ich war da als Kind auf der Messe. So ein kleiner Fun-Fact, als wir hier angekommen sind, so, okay, wo müssen wir hin? Welche Standnummer haben wir? Sage ich, ich weiß es, wir sind am selben Stand seit mein ganzes Leben lang schon. Ich führe uns blind hierher. Ja. Genau. Das stimmt. Und da war ich auch damals hier und war so stolz. Das war hier wie in so einer U-Bahn. Es war alles voll. Unser Stand war, das war der toll. Hammer. Toll, der heilige Moment. Ich suche das Video nochmal raus. Das wäre geil. Aber Tunze Stream 3 ist eine eurer wichtigsten Pumpen. Ja, also in dem Bereich, wo ein bisschen mehr Liter vonnöten sind. Und es ist einfach technologisch immer noch schön, dass wir immer noch die einzige Firma sind, die dieses radiale Magnetlager so baut. Ist halt auch ein Scheißaufwand, aber das Ergebnis ist für so eine auserlesene Zahl an Kunden was Großartiges. Das stimmt. Ja? Wo wir gerade über Sparen gesprochen haben, hauen wir jetzt mal wieder einen raus. Dieses wunderschöne Flusslaufbecken hier. Genau, wir wollten auch mal ein bisschen diesen Süßwasseraspekt reinbringen. Gell? Wir haben hier zum Beispiel den Care Magnet, der kann auch Algen im Süßwasserbecken entfernen. Ja, natürlich. Und mit grünen Endkappen sogar noch schön dazu aussehen. Ach, okay, habt ihr den extra gemacht, blau für Meerwasser und grün für Süßwasser? Da ist so ein Beutelchen dabei, da kann man sich die Farbe aussuchen. Ja, genau. Hier unten drin läuft 4-mal unsere 6105 Eco, gell? Die wahrscheinlich, ich kenne keine effizienteste Strömungspumpe auf der Welt. Und da die hier in so einem Kurzschluss läuft, selbst bei 100% brauchen die insgesamt nur 38 Watt. Alle vier. Wahnsinn. Und dann drehen die voll auf, dann kommt nur ungefähr 13 Liter pro Sekunde, das sieht gar nicht so schnell aus,
fegen dadurch durch den großen Querschnitt. Ja? Das ist jetzt nur eine Idee für ein deutlich längeres Aquarium, oder? Ja, richtig. So ist es gedacht. Ja, so, das, wir dann fertig waren, hätten wir es nur länger gemacht, um ehrlich zu sein. Nee, aber tatsächlich also so, das ist kein Problem, das länger laufen natürlich, zu lassen. Natürlich. Und dann würde der Effekt noch besser rauskommen. Vielleicht ist auch hier, so eins kann man sich auch noch hinsetzen. Gell? Ja, cool. Und so ist es auch leise. Man hat durch diesen Schild da oben, das, wenn man das mal zu Hause nachbauen will, man hat nicht dieses Geplätscher durch diesen Schild da oben. Die Pumpen laufen ganz stark eingedrosselt, schön leise vor sich hin. Ich finde es spannend, dass man auf der Enter 2 einmal nochmal neue Ideen kriegt. Also wie jetzt, Florian hat ein ganz tolles Escape aufgesteckt. Oder ihr habt jetzt so eine Idee eines Flussaquariums mit wahnsinnigen Pumpen. Man sieht schon ein bisschen, was da innen abgeht. Ja. Hier ist eure neue Steuerung. Genau. Die sehr lange gebraucht hat. Ja, ja. Aber funktioniert. Sehr, kommt sehr gut lang. An. Schön, ja. Also, es ist noch eine. Wir sind immer noch in dem Stadium. Ich bin der Community zu Hause auch sehr, sehr dankbar. Wir kriegen immer wieder tolle Vorschläge, was wir noch anders und besser machen können und setzen das ganz fleißig immer direkt um. Gell? Cool. So, jetzt ist zum Beispiel gerade eben, sorry, dass das nicht gleich dabei war, Random Flow dazu gekommen. Gell? Mhm. Oder so eine einfache Funktion, die hätten wir. Also eine Programmierung, die ihr jetzt mit reingenommen habt. Genau, da kann man sich, da werden wir uns jetzt total vertüfteln. Ja. Und der keinen Bock drauf hat, kann immer noch die Knöpfchen drücken, wie. Genau, aber das ist der Sinn und Zweck einer Community, dass man eben auch quid pro quo, also ich krieg was, ich gebe was. Ja. Und insofern sind zum Schluss alle glücklich. Ja, richtig. Cool. Cool. Was hast du drin? Ich habe gesehen, Meerwasser habt ihr irgendwo auch bestimmt. Ja, genau. Schaut mal hier auf dem Weg, das ist auch sowas. Gerade hat mir ein lieber Kunde gesagt, ja, wie ist das so mit der Qualität? Ich hatte da mal ein Kabel bei euch, das ist gebrochen. Dann habe ich ihm gesagt, boom, schau mal, hier, da ist ein Aquarienlüfter, den lassen wir die ganze Zeit in der Dusche laufen. Der Aquavind, ja. Ja, genau. Unser Vorgänger, der ist ja im Prinzip an der richtigen Stelle nach 3 Monaten durchgerostet. Der hält es einfach aus. Gell? Wir schreiben also der ist wasserdicht. Der ist wasserdicht, sozusagen. Genau. Das wasserdicht, braucht auch nur 1,7 Watt im Betrieb. Aber abgesehen davon, mal ein Kabel gebrochen. Ja. Ich kenne die Firma Tunze auch schon sehr lange. Und egal wann, wenn ich jemanden zu euch geschickt habe, ich sage, jetzt beschweren sich bei mir, ich sage, geht zum Tunze Support, es wird einem fast immer geholfen. Geil. Ja, ist so. Also danke. Ja, dafür steht ihr eigentlich schon, aber das schon länger. Und von daher muss ich sagen, das macht nicht jede Firma. Ja, das. Und wir haben immer noch, nicht vergessen, das Made in Germany. Und das soll es dann auch manchmal wert sein, dass man ein bisschen mehr ausgibt. Ich meine, wir können nicht den Preis verlangen, den wir verlangen, die Zeit und Arbeit reinstecken, die wir reinstecken und dann hinterher den Kunden im Regen stehen lassen. Das wäre ein Witz. Gell? So, jetzt ist das Becken schön voll, so wie man sich vorstellt. Das ist leider belegt, aber wir können bestimmt noch einen Blick werfen. Ja, klar, genau. Habt ihr einfache Korallen reingesteckt, sehe ich. Genau, geht wahrscheinlich hauptsächlich darum, die Kessellampen zu zeigen. Richtig, genau. Auch mal, sorry, hast du viele Becken auf der Messe gesehen? Wir sind noch nicht so weit gekommen. Okay, 4a. Ich bin mal gespannt. Und ich freue mich übrigens auf die ganzen Videos, weil ich komme kaum dazu, den Stand zu verlassen. Ja. Wir machen wie Tobi, macht auch Videos. Es gibt viele, die das machen. Plankton Plus macht welche. Ja. Wir geben unser Bestes und wir schauen halt mal. Ne? Also, wenn es sich doppelt, ist es so. Ja. Die Kessellampen. Ja. Also das ist die A500X, ich sag mal, nicht das größte Modell. Wenn ihr mal ein großes sehen wollt, schaut euch mal den Kavenzmann hier an. Boom! Ja. Der ist ja hier so klasse. Aber die A500X ist schon wirklich... Punktstrahlerleuchte. Ja, genau. Ist nicht die Länge, also die eigentlich besser. Also eine Fläche? Genau, das ist so ein bisschen, ob du mich fragst, ob es Jesus oder Mohammed war. So, wisst ihr, das ist ein bisschen eine Religionsfrage. Wenn du dieses... Schaut mal in das Wasser rein. Wenn ihr dieses lebendige, spritzige, Kringeleffekt sehen wollt, dann müsst ihr hier auf so einen Punkt setzen. Ja. Wenn ihr das so ein bisschen glatt wollt, dann... Dann hast du wenig Flicker-Flacker-Effekt. Ja, ganz genau. Dann hast du den los im Prinzip. So. Und das ist ein bisschen die Frage. Gell? Das muss man einfach für sich bestimmen. Also dieses lebendige Flimmern oder dieses flache... Gell, die Cassie leuchten auch aktiv gekühlt, aber die A500X... Also ich habe es mal alles ausprobiert. Ich finde das ist das angenehmste Lüftergeräusch. Sehr leise, ist einfach viel Platz. Man merkt den Lüfter mit der Hand. Da ist auch 185 Watt dahinter. Aber da natürlich schon, hier jetzt was hören. Ja, auf der Messe hörst du gar nichts. Genau. Also du nimmst sie wahr, tatsächlich. Ja.
aber es ist halt eine aktiv gekühlte Leuchte. Gell? Was an der A500X? Wie viel Watt hat die? 185. Ach, Entschuldige. Und das ist ordentlich Bums. Gell? Das ist viel, ja. Und du hast auch hier dieses schöne System, nicht, gell, wo du magnetisch diese Reflektoren montieren und kannst. Gibt es noch einen anderen dazu? Das ist wirklich was, was ich an Cassie liebe, dass du, der sieht zwar ein bisschen komisch aus mit dieser Tröte da vorne dran, aber der kann richtig schön nach unten den Strahl verengen und so kann man die Leuchte schön hochsetzen. Ja, verbraucht sich mit der Zeit? Nein. Wegen Wasser, Salz? Nein? Also ganz, kann, ja, also ist kein Problem. Ich habe jetzt noch nicht... Nein, verbrauchen ist das falsche Wort. Dass der irgendwann hässlich verschmutzt, ist. Ja, verschmutzt. Also sicherlich wird er irgendwann ein bisschen blinder, da hast du recht. Ja. Gut, aber du kannst dir ja, oh, das liebe ich auch bei den Leuchten, gell, wenn du da, du siehst es ja, da ist so eine Power dahinter, wenn du da drunter langst, hast du richtig, als wärst du im Urlaub, oder? Ja, das wird, es fängt dann an zu zwiebeln irgendwann. Ja. Na genau. Cool, also das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, und hier zeigen wir auch einfach nochmal die zwei Einbaukonfigurationen von der Stream 3, so ein bisschen, dass man sie auch in den Stein mal die Hochkant, so, wir haben ja nur auch die Ja, Pumpen genau. Übrigens, Hochkant. Hast du das mitbekommen? Ich habe den Niklas zu Hause besucht und dann hat er die Stream 3 und gesagt, hey, warum hast du sie so eingebaut? Ganz ehrlich, weil mir der Robert das so gezeigt hat. Ah, dann dachte ich, ah, danke Robert. Jetzt habe ich die Gelegenheit, es dir zu sagen, danke. Sowas gibt es manchmal. Ja, die Leute brauchen ein bisschen die Inspiration. Also gerade in kleineren Becken wurde, ist das so angenehmer, als wenn du es so machst. Ja. Aber gut. Ja. Jeder so, wie er es braucht. Genau. Und was wir hier an dem Becken auch nochmal demonstrieren, ist, dass wir eben jetzt alle Stück für Stück unsere Produkte auf den Tunze-Hub umrüsten. Gell, hier sieht man den nochmal und unser neuer Cloud-Service. Ich glaube, das ist auch das Interessante. Viele wollen das steuern. Genau. Und dann denke ich, sollte man das sehen. Und jetzt hat man hier im Prinzip die beiden Strömungspumpen und den, die beiden Strömungspumpen und den Abschäumer. Ja. Genau, super. Hier in dem Becken laufen. Gell? Ja. Und auch noch was ganz Nettes, kann man mal erwähnen, der Osmolator hier oben. Ja. Ich sag mal, nicht alle Geräte sind so klein und schnuckelig und haben so einen starken Magneten, dass man sie da oben hinbauen kann. Gell? Das ist jetzt hier, also muss man keine Angst 19er haben. Glas. Dummerweise ist der nur standardmäßig bis 15er Glas. Ihr seht, es hält aber nicht so Bombe, wie man es eigentlich gerne hätte. Deswegen, man könnte den Außenmagneten auf den stärkeren upgraden. Dann kann man einfach den Osmolator auch das ganze Becken hier ohne Technikbecken betreiben. Gell? Ja, obwohl, ihr habt sogar noch ein Papier dazwischen gesteckt. Ja, stimmt, genau. Ja, das ist extra schwer gemacht. Extra. Genau. Okay, ja, das ist super. Felix, wir drücken euch die Daumen. Ja, danke. Ich habe auch gerade die Ehre gehabt, deinen Vater mal wieder zu treffen. Ja, das ist hier nett auf der Messe. Gell? Ja. Genau, also auch viele, viele Jahre. Ich fühle mich hier immer heimisch. Ja. Mein Lieber, das ist ganz schöne Messetage. Danke dir, mein Lieber. Mach's gut und wir... Hören uns und sehen uns. Ja, macht's gut.